Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie auch im Namen des Stiftungsrats ganz herzlich zum Podium Pestalozianum 2019. Einmal im Jahr veranstaltet die Stiftung Pestalozianum ein Podiumsgespräch zu aktuellen Bildungsthemen. In diesem Jahr veranstaltet sie das in Zusammenarbeit mit Avenir Swiss zum ersten Mal. Und in diesem Jahr stehen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Schule im Zentrum. Mein Name ist Anne Bosche, ich bin Geschäftsführerin der Stiftung Pestalozianum und ich darf Sie vor dem Podiumsgespräch auf eine kurze Reise zurück in die Vergangenheit mitnehmen. Denn Fragen wie etwa, wie verändert Digitalisierung unsere Welt oder welche Fähigkeiten benötigen heutige Schülerinnen und Schüler in der Welt von morgen, beschäftigen Fachwelt wie Öffentlichkeit nicht erst seit gestern. Bereits 1978 wählt der Spiegel als Titelthema die Computerrevolution. Bis zur Jahrtausendwende können Computer, so die damalige Zukunftsprognose, die meisten Jobs der meisten Menschen für die meiste Zeit ersetzen. In der Zeit werden Jugendliche 1984 als digitale Generation bezeichnet. 10 Jahre später proklamiert die gleiche Zeitschrift eine Revolution des Lernens. Ich zitiere, die schöne neue Schule wird Wirklichkeit. Kinder lernen am Computer, programmieren Lernspiele oder kommunizieren über Datennetze mit Gleichaltrigen in Tokio und New York. Zitat Ende. Angst vor dem Computer? Fragte eine Nationalfondsstudie 1987. Klaus Hessig, Historiker und heute Leiter der Forschungsabteilung der Universität Genf, beschäftigte sich in dieser Studie mit der Unsicherheit, der Kritik und der Skepsis, die mit technischen Neuerungen einhergehen. Ich zitiere aus der Studie: Der Computer ist in unserer industriellen Gesellschaft nicht nur zu einer dominierenden Realität, sondern auch zu einem der großen, epochalen Themen geworden. Der Datenschutz, die Rationalisierung der Arbeitsplätze, die Informationsära gehören so zu den Kernpunkten einer über Jahre hinweg anwachsenden Diskussion, die in der Technik ihren Ausgang fand. Der Prozess der Informatisierung zieht aber beileibe nicht nur bloße Neugier hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen Technologie und Gesellschaft auf sich. Der Computer und seine Abwandlungen verbreiten eine gesellschaftlich weit verbreitete Unsicherheit. Zitat Ende. Hessig geht in der Studie von dem Grundsatz aus, dass wir uns nur aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen mit der Angst vor dem Computer beschäftigen können. Nur auf der Basis einer Retrospektive kann der Blick in die Zukunft gelingen. Getreu diesem Motto werde ich Sie in den nächsten 10 Minuten auf eine Reise in die vergangene Schulwelt mitnehmen. Mich beschäftigt dabei die Frage, wie neue, durch technischen Fortschritt ermöglichte Hilfsmittel das Unterrichten verändert haben und welche Diskussionen es rund um diese neuen Hilfsmittel gab. Inwiefern versuchte man mittels neuer Technik Schule zu verbessern? Dabei stütze ich mich vor allem auf die Sammlungen der Stiftung Pestalozianum, die von der Geschichte der Volksschule, des Bildungswesens insgesamt, aber auch des gesellschaftlichen Wandels in eindrücklicher Materialfülle erzählen. Sie werden im Hintergrund einige Beispiele aus den Sammlungen der Stiftung Pestalozianum sehen. Ohne dass ich explizit auf die einzelnen Bilder eingehen werde, illustrieren sie den historischen Wandel von Vermittlungstechniken und erzählen auch vom Wandel der Antworten auf die Frage, wie können wir unsere Schule besser machen. Historisch betrachtet spielt bei der Frage, wie Vermittlung vonstatten gehen soll, die Anschaulichkeit eine zentrale Rolle. Durch eine visuelle Anregung, so die Überzeugung, kann die Welt in der Schule repräsentiert werden. Dadurch erhielten Schülerinnen und Schüler eine klarere Vorstellung vom jeweiligen Lerngegenstand. Ob und wie Bildmaterial im Unterricht genutzt werden kann, ist an entsprechende technische Voraussetzungen geknüpft. Ich thematisiere heute keine Abbildungen in Schulbüchern, sondern gehe nur auf eigenständiges visuelles Material ein. Dennoch waren Fortschritte im Bereich der Drucktechnik, die Erfindung der Lithografie, eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Bildmaterial für den Unterricht serienmäßig produziert werden konnte. Wir alle kennen sie, die Schulwandbilder.
Sie gehörten insbesondere im deutschen Sprachraum seit dem 19. Jahrhundert und bis in die 1990er Jahre zu dem Inventar eines jeden Schulzimmers. Schulwandbilder sollten Unterricht nicht nur anschaulich machen, sondern gleichzeitig auch zur ästhetischen Geschmacksbildung beitragen. Sie waren zumeist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Verlagen, Pädagogen und Künstlern. Neben der inhaltlichen Reduktion, man solle lieber weniges, aber dafür das Wenige präzise darstellen, formulierte ein Schweizer Lehrer den Auftrag an Künstler wie folgt. Die Künstler erhalten in erster Linie eine eingehende Beschreibung des darzustellenden Bildinhaltes. In einer pädagogischen Instruktion werden sie dann daran erinnert, dass sie für Kinder schaffen und auf deren psychologischen Eigenarten Rücksicht zu nehmen haben. Das Kind müsse durch das Bild zum Erzählen angeregt werden. Vom Bilde werde Erzählerfreude und farbige Fröhlichkeit verlangt, damit es über die fachliche Betrachtung hinaus als Wandschmuck dienen kann und frohe Stimmung ins Schulzimmer tragt. In der Schweiz erfuhren Schulwandbilder in den 1930er Jahren nochmals einen regelrechten Boom, als auf Initiative des Schweizerischen Lehrervereins und mit Unterstützung des Eidgenössischen Departements des Innern ein schweizerisches Schulwandbilderwerk aus der Wiege gehoben wurde. Vor dem Hintergrund politischen Drucks und einer wirtschaftlichen Krise sollten schweizerische Schulwandbilder auch ein Mittel zur Pflege nationaler Gesinnung sein. Ein Mittel zur geistigen Landesverteidigung. Man wollte schweizerische Werte und Kultur vermitteln und nicht mehr auf Schulwandbilder aus dem nahen nationalsozialistischen Ausland zurückgreifen. Ich zitiere aus der Schweizer Schule, aus der Zeitschrift Schweizer Schule 1941. Das Schulwandbilderwerk ist berufen, an den großen, der Schule sich stellenden Aufgaben zur Wahrung der Schweizer Art in eindrucksamer Weise mitzuwirken. Der Lehrerschaft werde ein hervorragendes Unterrichtsmittel in die Hand gegeben für die Erziehung unserer Jugend zu freudiger, opferbereiter, vaterländischer Gesinnung. Zitat Ende. Unabhängig von nationaler Gesinnungspflege sollten Schulwandbilder, pädagogisch betrachtet, Wesentliches veranschaulichen und einen Beitrag zur Kunsterziehung leisten. Und sie stehen für Konstanz. Sie waren dauerhafter Bestandteil des Schulzimmers und haben sich als solcher in die Erinnerungen eingebrannt. Bereits um 1900 ermöglichte der Fortschritt der Fotografietechnik eine weitere Verwendungsart von Bildmaterial im Unterricht. Fotografische Aufnahmen konnten auf speziell beschichteten Glasplatten fixiert und maschinell in Serienproduktion gefertigt werden. Es entstanden Glasdias. Mithilfe von Epidioskopen konnten die Fotografien vergrößert und an eine Leinwand projiziert werden. Für den Anschauungsunterricht hieß dies: Wir können originalgetreue Abbilder der Welt ins Schulzimmer übertragen, wenn auch meist unter dem Verzicht von Farbe. Genau dieser Vorteil der Lichtbilder wurde dann auch beispielsweise von Karl Huber in der Schweizerischen Lehrerzeitung 1926 hervorgehoben. Ich zitiere: Wir wissen alle, wie gerne das Kind Bilder betrachtet, wie es sich durch den Bildinhalt anregen lässt. Das Bild kommt offenbar einem Stoffbedürfnis, einem Streben nach Ausdehnung des Lebenskreises entgegen. Dazu kommt eine andere Wirkung. Das Bild regt zur Vergleichung mit Selbstgeschautem an. Und so kann die direkte Beobachtung der umgebenden Wirklichkeit doch auch durch das Bild begünstigt und ein schärferes Erfassen dieser Wirklichkeit gerade durch richtige Bildbetrachtung gefördert werden. Zitat Ende. Lichtbilder zeigen nicht nur die Naturwahrheit, so die damalige Bezeichnung, es können auch viele Bilder zu einem Phänomen präsentiert werden. Somit erhielten Schüler ein kompletteres Bild. Gerade diese Möglichkeit, viele Bilder zu einem Phänomen zeigen zu können, wurde von einigen Lehrpersonen kritisch beurteilt. Der übermäßige Gebrauch an Bildmaterial, sogar von einer Sammelwut bei Lehrpersonen ist die Rede, führe zu einer Zerstreuung bei Schülern. Sie könnten das Wesentliche nicht mehr erkennen. Ich zitiere einen Geografielehrer: Die Kehrseite der fotografischen Aufnahmen und deshalb auch der Diapositive, der Lichtbilder, ist eben, dass auch dasjenige aufs Bild kommt, das man lieber nicht darauf hätte. Bei den Vorführungen in der Schule kommt es häufig vor, dass gerade das Zufällige die Schüler zuerst anzieht. Sie sehen alles Mögliche auf dem Bilde,
Aber gerade dasjenige, was man gerne hätte, das sehen Sie, das Sie sehen würden, das sehen Sie eben nicht. Auch sehen Sie häufig vor lauter Bäumen den Wald nicht. Zitat Ende. Angesichts der pädagogischen Debatte rund um den visuellen Unterricht könnte man den Eindruck gewinnen, dass Lichtbilder Schulwandbilder konkurrenzierten. Wurde bei Schulwandbildern der Vorteil gesehen, dass Wesentliches dargestellt und dauerhaft präsentiert werden kann, hob man bei Lichtbildern die naturgetreue Abbildung sowie die Möglichkeit, viele Bilder zu einem Phänomen zeigen zu können, hervor. Der Einsatz von Glasdias und Schulwandbildern war jedoch keineswegs ein Entweder-Oder, es war vielmehr ein Und. Beide Möglichkeiten visueller Anschauung existierten parallel. Es gab mehr als nur eine Art visueller Vermittlung. Mitte des 20. Jahrhunderts stiegen die Möglichkeiten sogar exponentiell. Die Welt ein Stück weiter ins Schulzimmer bringen, sie noch greifbarer, erlebbarer und dadurch besser vermittelbar zu machen. Diese Intention verfolgte man nicht nur mittels Bildmaterial. Ab den 1960er Jahren wurde das Visuelle durch das Auditive ergänzt. Fotografien konnten beispielsweise auf Tonbildschauen vertont und über einen Projektor abgespielt werden. Zu Bildern kam der Ton und die Bilder wurden bewegt. Der audiovisuelle Unterricht war geboren und wurde zu einem prägenden Schlagwort dieser Zeit. Filmerziehung war in aller Munde und die Frage, wie Massenmedien, wie Radio und Fernsehen im Unterricht genutzt werden können und sollen, beschäftigten Wissenschaftler, Firmen, Lehrpersonen und Eltern. Die Liste der Medientypen, die in der damaligen Zeit die Vermittlung unterstützen sollten, ist beeindruckend. Es gab neben dem klassischen Schulbuch Tonbänder, Schallplatten, Lichtbilder, Tonbildschauen, Folien, Ton- und Filmkassetten, Schulwandbilder, und vieles mehr, das ist sicher keine vollständige Aufzählung. Wenn wir nun zurückblicken auf unsere Ausgangsfrage, nämlich wie verändern neue technische Hilfsmittel das Unterrichten, suggeriert sie ein Stück weit, dass Technik nur Mittel zum Zweck ist. Ein Mittel, um das Unterrichten und infolgedessen auch den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Zumindest ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stimmt das nicht ganz. Im Rahmen der informationstechnologischen Entwicklung und einem allgemeinen sozialtechnologischen Zeitgeist wurde das Verständnis von Lern- und Unterrichtsprozessen selbst technisch. Rein sprachlich schon wurde Vermittlung zur Unterrichtstechnologie und Lernen zur Informationsverarbeitung. Fachpersonen entwickelten beispielsweise den programmierten Unterricht, in dem Lernprozesse vergleichbar mit technischen Prozessen in Einzelschritte zerlegt wurden. Schülerinnen und Schüler sollten also ein Lernziel erreichen, indem sie linear viele kleine Lernschritte erfüllten und immer erst zum nächsten Schritt gelangten, wenn sie den vorherigen erfüllt hatten. Rein theoretisch ließ sich dieses Vorgehen auch ohne technische Unterstützung, etwa durch Übungshefte, durchführen. Dem Zeitgeist entsprechend wurden aber zahlreiche Lehrmaschinen und dazu dann zahlreiche Lernprogramme geschaffen. Der Unterricht im Sprachlabor ist ein Beispiel. Das alles mit der Hoffnung auf einen effizienten, individualisierten und selbstverantwortlichen Lernprozess. Wir nähern uns der heutigen Zeit und auch heute diskutieren wir nicht nur über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Vermittlung. Wir diskutieren darüber, wie digitale Technik Lernen verbessern oder unterstützen kann, aber wir diskutieren heute auch über das Fach Informatik, über technische Mechanismen, die Schülerinnen und Schüler verstehen können sollen, über die Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Wir sind in einem Wandel begriffen und damit ist unsere heutige Zeit keineswegs etwas Besonderes, dessen weiteren mittel- und langfristigen Verlauf wir nicht absehen können. Auch wenn wir, wie Klaus Hessig anfangs vorgeschlagen hat, zurückblicken, um nach vorne zu schauen, lassen sich keine verlässlichen Prognosen erstellen. Aber wir alle agieren tagtäglich und begleiten unsere Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler in irgendeine Zukunft. Und natürlich fragen wir uns, was unsere Kinder in der Welt von morgen brauchen. Genau diese Frage wird Experten verschiedenster Fachrichtungen immer wieder gestellt. Und immer häufiger lautet die Antwort: Unsere Kinder brauchen Neugier, Kreativität, sie müssen selbstständig sein, sie müssen querdenken und sich veränderten Rahmenbedingungen schnell anpassen können.
Wie kann Schule oder wie kann eine digitale Schule das gewährleisten? Diese Frage werden wir vielleicht neben vielen anderen Fragen nun von den Podiumsgästen diskutiert. Und damit endet meine kleine historische Rückschau. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und bevor ich den Platz für das Podium räume, darf ich noch den Moderator des heutigen Podiumsgesprächs vorstellen. Michael Pfister hat Philosophie und Germanistik studiert, ist Lehrer an der Kantonsschule Zürich-Nord, hat bis 2010 zum Moderatorenteam der Sendung Sternstunde Philosophie des Schweizer Fernsehens gehört und ist zudem freier Autor und Moderator. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.